Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Europa Universalis 4. Wir schauen gerade nach, wie viele Mann die Osmanen haben. 66.000, wir haben 92.000, das heißt, wir können ihnen bedenkenlos den Krieg erklären. Ist nur die Frage, ob Humiliate Rival der richtige Kriegsgrund ist. Ja, ich denke mal schon, das passt. Mit Bosnien zusammen, let's go. Hauen wir sie weg. Wilhelm von Manstein darf mal diesen Feldzug anführen. Die Osmanen kämpfen eh auch noch gleichzeitig gegen den Irak und gegen die Mamelucken. Ihr seht es, gegen wen die jetzt alles im Krieg sind. Das alles da oben sind aber wir. Das dürft ihr nicht vergessen. auf jeden Fall werden die das nicht schaffen. Und dann haben wir nämlich Frankreich vernichtet. Österreich haben wir ja schon vernichtet gehabt. Burgund haben wir auch schon vernichtet gehabt. Frankreich haben wir vernichtet. Dänemark hatten wir vernichtet. Polen, Moskowie hatten wir vernichtet. Jetzt sind die Osmanen dran. Und als nächstes werden die Spanier dran glauben müssen. Zumindest was die Mächteverhältnisse betrifft, ist die nächste logische, ist das der, sind sie der nächste logische Gegner. Georgien möchte Durchmarschrechte, gerne doch Georgien, ihr dürft gerne Muskowi platt machen. Denn Kasan, wenn das Ganze an Kasan geht, können wir es noch leichter erobern. Endlich bekommen wir mal Stabilität geschenkt, statt sie zu verlieren. Und ich sehe gerade Trebizond. Ach, da würden aber die ganzen wieder reinsteigen. Wir können da leider noch keinen Krieg erklären. Gegen Dänemark, die sind in der Koalition. Genau, da geht nichts. Gegen Twer, die sind nicht in einer Koalition. Da würden wir gegen Sachsen, die dürften Sachsen, Jaroslawl, Trebizond und Burgund kämpfen. Trebizond ist gut. Twer ist eh gut. Jaroslawl ist auch gut. Aber ich glaube, es ist geschickter, Jaroslawl den Krieg zu erklären. Und dann dadurch gegen Twer zu kämpfen. So, wir kommen noch rechtzeitig in Kanadei an. Ja, absolut. Hat geklappt. Gegen die Osmanen läuft es auch gut. Korfu ist schon gefallen. Vidin ist gefallen. Jetzt greifen die Osmanen in Selanik an. Die Bosnier haben Probleme. Ja, wir kommen nicht mehr rechtzeitig hinzu, aber schaut euch an, wie wir die Osmanen flippen. Da haben wir jetzt, die haben doppelt so viel Mann verloren fast, ja. Doppelt so viel Mann. Krass. Und das sind die Osmanen im 17. Jahrhundert. Da waren die noch nicht so schwach. Da waren die schon noch in Ordnung gut. Also da waren die richtig stark eigentlich, historisch. Ja. Müssen wir viel missionieren? Ja, müssen wir. Okay, dann ein bisschen auf Missionieren gehen jetzt. Manpower beruhigt sich bald wieder. Sind wir bald wieder im Plus. So, wir haben jetzt unseren gegen Jaroslawl unseren Anspruch. Gegen Muskowi hätte ich noch gerne einen Anspruch auf Smolensk, genau. So, dann haben wir da nämlich auch noch was, worüber wir Krieg erklären können, wenn wir denn wollen. Dann würden wir nämlich auch gegen Dänemark kämpfen dürfen. Och, schön ist das. Schön. Das greift alles so schön ineinander gerade. Gehen wir mal mit der Armee hoch. Gegen Dänemark brauchen wir nicht so viele. Da reicht die Hälfte. Und dann führen wir gleichzeitig Krieg gegen Muskowi, Twer, Dänemark. Schön. Während wir gegen die Osmanen kämpfen. Mal ebenso. Selanik haben wir. Auf nach Edirne. Nikbolu wird auch erobert in der Zeit. Wundervoll. So, hier gegen Jaroslawl können wir schon mal Krieg erklären. Unseren besten General schicken wir gegen Twer. Hier ist kein Vor, das heißt, wir gehen nach Riazan mit der Armee hier. Na? Wieso geht denn da nichts? Ah, wir sind noch gar nicht im Krieg gegen Muskowi. Sehe ich gerade. Ja gut, dann erklärt das einiges. Wir können die Armee von Twer wahrscheinlich wipen. Mara Marosch meint wieder eine Extrawurst zu brauchen. So.
Perfekt. Twer ist schon vollkommen unter Belagerung. Und wir kümmern uns mal hier um die kasachischen Separatisten, die Perm unsicher machen. Das Schöne ist, Perm haben wir ja auch protestantisch gemacht. Das heißt, die werden hier, alles was wir ihnen hier im Osten geben, werden sie auch zum Protestantismus konvertieren. Und das ist nur in unserem Interesse. So, jetzt können wir noch mehr Staaten machen, wenn ich das richtig gesehen habe. Twer haben wir schon, das ging sehr schnell. Die hatten wohl ihr Fort nicht aktiviert. Schwerer Fehler. Edirne haben wir auf nach Istanbul. So, wir haben in Maramaros die Armee besiegt. Das heißt, jetzt können wir hoch nach Dänemark. Und sobald wir dort angekommen sind, werden wir Krieg gegen Muskovi führen. Und damit eben auch gegen Dänemark. Hier brauchen wir jetzt wieder den guten General. Na? Ach, kommt schon, ärgert mich doch nicht. Müssen die in dem Moment abhauen. Krieg ist erklärt. Dänemark-Invasion beginnt hiermit. Moskau haben wir. Schaut euch an, gegen wen wir alles kämpfen. Gegen Dänemark, Muskovi, Osmanen. Das ist alles sehr gut, aber ihr seht, wie groß wir sind. Wir können das alles mittlerweile wirklich stemmen. Jetzt geht's mal gegen Jaroslawl. Es wurde Zeit. Ich wollte mich die ganze Zeit nicht hier... ich wollte nicht gegen diese Rebellen dort kämpfen, aber jetzt muss es mal sein. So, die Rebellen sind wieder da. Nein, jetzt hauen sie wieder ab, oder? Ja, ist doch lächerlich. Mitteljütland haben wir schon. Da hatte Dänemark seine Force wohl nicht bereit. Nordjütland wird auch fallen. Ja, dann machen wir hier mit der Armee eben die Armee von Muskovi weg. Sind die noch im Krieg mit anderen? Nein, die haben Frieden geschlossen, um sich voll auf uns konzentrieren zu können. Töricht, als ob man sich auf uns konzentrieren kann. Man kann nur verlieren gegen uns. Wir haben bisher im ganzen Let's Play, glaube ich, keinen Krieg verloren. Ja, jetzt haben die Osmanen mit voller Kraft zugeschlagen. In Konstantinopel. Das haben sie sich nicht bieten lassen und Bosnien hat uns nicht geholfen. Und dann kam es eben, wie es kommen musste. Wenn Bosnien uns nicht hilft, klar. Dann ist der Fall klar. Da oben ärgert Werperm. Wir haben 26.000 Mann übrig, die können wir zum Krieg mit den Osmanen hinzuziehen. Im Jaroslawl gab es gleich nochmal eine Rebellion. Auch nett. So, die Armee der Muskovi machen wir noch weg. In der Zeit gewinnen die Osmanen immer stärker an Kraft. Was nicht so schlimm ist. Ah ja doch, sie haben Frieden geschlossen mit den Mamelucken und dem Irak. Doof. Frieden können wir noch nicht schließen. Nee, das heißt, wir müssen tatsächlich uns ein bisschen auf sie konzentrieren. Machen wir dann gleich. Jo. Den Supergen können wir hier mal nehmen. Mit dem können wir ja schon mal eingreifen und zum Beispiel das Fort von Nikbolu retten. Wo auch immer ihr jetzt hinrennt, Muskovi, wir kriegen euch. Nikbolu ist gerettet. Allerdings werden wir Selanik nicht retten können. So, wir können, glaube ich, Separatfrieden mit Twer schließen. So sieht's aus. Tula bitte an uns und Rzef bitte an uns. Dann bin ich schon zufrieden. Einmal geschwächt, Dankeschön.
Ah, und die kann man erstaunlich leicht hinzufügen. Wunderbar. Jahreslevel dürfen wir bitte auch bekommen. Perfekt. Auch das ist erledigt. Jetzt müssen wir nur noch gegen, jetzt müssen wir nur noch Muscovy und Dänemark finishen. Dänemark haben wir ja schon gefinisht. Fällt mir gerade ein, das können wir auch schon erledigen. Ich will ja eigentlich nur Schleswig jetzt. Weil wir auch auf die aggressive Expansion achten müssen. Und genau. Da müssen wir wirklich vorsichtig sein. Mir reicht Schleswig. Dann haben wir unseren Landzugang hier. Das ist völlig ausreichend. Sehr schön. Damit ist Dänemark noch weiter zurechtgestutzt. Die Provinzen da oben können wir uns dann ganz sicher beim nächsten Mal holen. Da hat sich Muscovy verkrochen. Lässt sich aber nicht wipen. Partout nicht. So, wir ziehen nochmal 25.000 Mann zu den Osmanen. Dann haben wir dort 50.000. Dann dürfte das doch reichen. Dann haben wir noch 30.000 plus gegen Muscovy übrig. Jawohl, die Armee haben wir endlich gewiped. Deren nächste ist aber auch schon im Bau. Wir nutzen aber die Zeit, um wichtige Forts zu holen. Ja, leider hat Shirvan eine ganz beträchtliche Armee. Wir können ruhig Korruption bekommen, wir haben genug Geld. Ja, Selanik haben wir jetzt verloren. Das war abzusehen und Bosnien hat keine Armee mehr, die wirklich was ausrichten könnte. Jetzt haben wir hier 52.000 Mann. Osmanen, eure Vernichtung naht. So viel kann ich euch schon mal verraten, denn Edirne zu holen, das ist nicht erlaubt. Oh, und jetzt schwerer Fehler. Die 50.000 greifen an in Epirus. Nö, kommen nur leider nicht rechtzeitig zur Rettung hinzu. Und jetzt greifen wir dort an. Ups. Nicht gut, gar nicht gut. Ich meine, wir gewinnen die Schlacht natürlich moralmäßig, aber nicht von der Mannzahl. Da haben wir gar keine Überhand gewinnen können. Selanik ist aber wichtig, das müssen wir uns wieder zurückholen. Wird auch klappen. Die können uns nicht vernichten mit dem 3-Sterne-General und den 50.000 Mann, die wir dort stehen haben. Können die nichts machen. Nichts. So. Shirvan. Darf mal dran glauben. Ja, die Osmanen wollen uns jetzt auch noch Bedingungen diktieren. Also so langsam werden die ein bisschen übermütig. Das ist ja dann doch übertrieben. Sachsen ist schon wieder Kaiser. Nikbolu haben wir verloren. Haben aber die Armee wieder vernichtet und machen jetzt auch die nächste Armee der Osmanen wieder platt. Also den Krieg gewinnen wir natürlich. Ist ja nur eine Frage des Einsatzes, den wir bereit sind dafür zu zahlen. Oh, 33.000 Mann. Da werden wir unseren Supergen brauchen. Und selbst jetzt wird es sehr knapp. Ja, wir haben gewonnen. Gegen die dreifache Stärke der Armee. Der Gegner war dreimal so stark. Eieiei, heftig. Ja, aber wenn es klappt, klappt's. Ich frag mich gerade, wo meine Männer alle abgeblieben sind. Ist meine Armee irgendwie kleiner geworden? Ja, wir haben nur noch 69.000 Mann. Das heißt, wir bauen nochmal 20.000 Söldner. Aber doch nicht alle in derselben Provinz. Autsch. Oh Gott. Ja. So ist das mit diesem Management, das backt ein bisschen rum, leider. Wie viele Söldner sind hier drin? Oh, viele, okay. Dann machen wir da nichts. Wir werden auf jeden Fall Leute brauchen.
bauen wir die Söldner eben so. Und die Arti noch. So kann man auch Söldner bauen. Wir erobern noch schnell hier das Fort in Perm zurück. Die Zeit können wir ja nutzen, um die Söldner nach Perm auch zu ziehen. Kasachstan hat sich gegründet. Schön. Je zersplitterter die da sind, desto besser. Wobei es in dem Fall sogar völlig egal ist für uns. Wir machen die so oder so weg. Edirne haben wir wieder. Ja. Jetzt müssen wir nur abwarten, bis Konstantinopel fällt. Die haben auch keinen besseren Siege-General als wir. Kanadei haben wir jetzt verloren. Gegen die Armee von Moskowi und Schirwan. Dafür haben wir Perm wieder befreit. Und jetzt haben wir genug Leute mit den Söldnern, um abzuräumen. Und zwar der Reihe nach. Die 30.000 Mann hier können wir auch wegräumen. Spielend leicht. Die verlieren dabei richtig viel. Wir gehen nach Samara. Oh, eine Dirne haben wir heftig verloren. Verdammt, da habe ich nicht hingeschaut. Ah, doof gelaufen. Ganz doof gelaufen. Schützen wir noch schnell Konstantinopel. Jetzt wollen die Osmanen weißen Frieden. Das wollen wir natürlich nicht. Gar keine Frage. Ja, nur mit 3000 Mann kann man offenbar Perm erobern. Das heißt, es lohnt sich nicht, in Perm irgendwas zu machen. Konstantinopel haben wir. Das ist doch schon mal gut. Das bringt uns extrem viel. Wir können sie dadurch sogar humiliaten. Nur brauchen wir das nicht, weil wir sowieso so viel Power Projection haben. Wir wollen Geld. Wir wollen, dass sie ein bisschen was freilassen vielleicht. Ja, Bulgarien wäre super, wenn sie Bulgarien freilassen könnten. Ja, das machen sie knapp nicht, leider. Aber Bulgarien wäre perfekt gewesen. Ach kommt schon, lass doch Bulgarien frei. Was können wir tun, damit sie das machen? Kurzfristig leider kaum was. Wir können hier nicht die 75.000 Mann angreifen. Wir machen mal die Nikbolo weg, die Armee. Ja, jetzt würden sie Bulgarien freilassen. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt noch War Reparations. Ah, okay, gut. Man sollte nicht zu viel wollen. Also, Bulgarien und 300 Dukaten. Das war's allemal wert. Bulgarien ist gar nicht klein. Gar nicht klein, die sind ziemlich stark. Sehr, sehr billig kann man die freilassen. Offenbar, ach, ich habe die 18.000 Mann hier übersehen. Die hätten wir ja noch nutzen können. Ich dachte schon, wo ist denn meine ganze Armee hin? So wenig hatten wir doch jetzt auch wieder nicht. Okay, da sind sie hin. Gut zu wissen. So, die Walachei, da können wir Claims drauf machen. Schirwan, langsam müsstet ihr es doch merken, dass ihr nicht gewinnt. Aber unser Warscore ist immer noch erst bei 2. Wir haben eben noch nicht, obwohl wir die Hauptstadt haben von Moskowi. Oh, in Riazan haben sie heldenhaft ausgehalten. Mal sehen, ob es reichen wird. Ja, es hat gereicht. Krass. Und wir werden belohnt. Wir bekommen Riazan auch instant. Heftig. Smolensk und Pskov dürfen mal fallen. Und wir machen uns daran, Kanadei zurückzuerobern. Die Koalition gegen uns wird indes immer kleiner. Und wir bewegen mal eine Armee runter nach Schirwan.
damit die uns nicht mehr so stören. Und können eine die Söldnerarmee, die eine, auch wieder hochziehen. So, jetzt Killing Grounds. Wir bekommen die besseren Kanonen. Survival Cannons. Und wir müssen die Folge beenden. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer General Pilufas.